Und damit willkommen zurück. Das war eine sehr kurze Einleitung diesmal von dir. Ja. So, du hast es ja beim letzten Mal schon gesagt, diesmal Helena. Ja. Und wir sind mal wieder in Taylors Bar. Wie du es vor zwei Parts schon gesagt hast. Wir haben das Setting ja noch nicht oft genug gesehen. Nee. Die Bar, beziehungsweise dieser kleine Abschnitt davor, wo sie sich ständig prügeln, das ist irgendwie, weiß nicht, das ist die Location hier in Dead or Alive 5. Dabei gibt es noch so viele andere schöne Arenen, aber die sieht man leider viel zu selten. Zumindest jetzt hier in dem Story-Modus. Ja. Ich finde zum Beispiel diesen kleinen Zirkusraum da, dieses Zirkuszelt, finde ich ganz nett. Ja gut, der passt halt nicht so ganz zum Ton der Story, die halt immer ernster wird. Ja, ich meine, das haben wir ein, zwei Mal gesehen, aber da hat das auch zu den Trainingspassagen gepasst. Okay. Eine Chance geben. Hätte er den Werkzeuggürtel nicht ablegen können. Weiß ich, glaube, das tut ganz schön weh, wenn du eine Billardkugel so aufhängst. Ja, ich glaube auch. Aber wenn sie ganz cool gewesen wäre, wie Michael Jackson, hätte sie die dann auch noch, während sie das Ding fängt, in der Faust zermalmt. Boah, das ist aber auch ein bisschen heftig dann. Es erinnert mich daran, dass wir in einem der letzten Videos uns noch darüber beschwert haben, dass man Christy ja nicht spielen kann. Ne? Ja, leider. Wie hat die sich so gebeugt? Ja. Aber ich meine mal ehrlich, also das Outfit. Oh, wir sind immer noch auf dieser Ölplattform. Guck dir mal an, wie die alle da rumlaufen. Ich glaube, wir verlassen die Ölplattform auch gar nicht mehr. Naja, wenn im Keller der Ölplattform die ganzen Versuche da abgehen, gibt's glaube ich keinen Grund mehr, großartig sich weiter hier wegzubewegen. Ne? Ich meine, das Match haben wir hinter uns gelassen, das heißt, die ganzen Trainingsdinger sind jetzt auch passé. Ja. Wieso müssen die kämpfen? Weil, keine Ahnung. Sie haben sich angeguckt. Oh Mann, ich habe gerade meine Kopfhörer rausgezogen und dich nur über die Lautsprecher gehört. Okay. Aber ich habe so halbwegs mitbekommen. Der Schmetterling. Schmetterling. Oh Gott. Hat sie nicht schöne Handschüchchen an? Ja, die sie sich natürlich nicht dreckig gemacht hat. Obwohl Dreck und Schweiß aktiviert ist. Ja. Und auch noch richtig schöne weiße Handschuhe, die ja bestimmt schnell dreckig werden. Ja, aber die trägt auch oben weiß, also das macht's nicht besser. Ja. Kokoro. Kokoro. Hitashiburi ne. Anata no okaasama, Miyako wa genki kashira? Issho ni kurashite iru no desho, Tokyo de. Ah, er dekoriert jetzt im Hintergrund alles. Ja. Miyako ni wa womit hat er das jetzt eigentlich angeklebt? Mit der Macht. Aber die Macht ist nicht stark mit ihm. Nee, scheint so. Weißt du, das Spiel hat so diese ganz kurzen Momente, wo man glaubt, oh, jetzt könnte was Interessantes passieren. Mhm. Und jetzt sagt sie ein, zwei Sätze und dann passiert irgendwas und dann kämpft sie wieder gegen irgendwen und dann wird schon wieder der ganz interessante Plot vergessen. Ja, es wird nur angerissen. Ja, das Traurige ist halt, wir sind schon beim fünften Spiel und die wissen halt praktisch immer noch nichts, habe ich das Gefühl. Was ist das für ein Grund, wieder zu kämpfen? Das ist, Ey, sag mir jetzt nicht, dass sie schon wieder vor der Scheißbar kämpfen. Wo denn sonst? Wahrscheinlich, oder? Nee, oder?
Doch. Ah, ich sag ja, das ist die Location. Wie oft haben die da jetzt gekämpft? Oh Mann. Das ist irgendwie echt schade an dem Story-Modus. Es gibt wirklich so viele schöne Locations, aber es beschränkt sich halt hierauf. Ja, zugegeben, es sind ein paar sehr, sehr coole in Ultimate hinzugekommen. Wo man auf diesem asiatischen Tempel kämpft und dann mit dem Kampf diese riesige Statue erscheint aus Stein. Ja. Ich glaube nicht, dass das eine Buddha-Statue ist. Ich hab's zu lange nicht mehr gespielt, dummerweise. Ich glaube, das war irgendeine Krieger-Statue. Und wenn man da diesen Special-Move macht, beteiligt die sich halt auch ein bisschen am Kampf. Ja, das stimmt. Da gibt's noch einige sehr, sehr schöne Stages dann dazu. Am nächsten Tag. Da fliegt sie schon wieder weg. Oh. Wer kommt denn da an? Was? Oh Mann. Hätte sie jetzt nicht irgendeine Erklärung sich aus dem Hut ziehen können, anstatt gleich zu kämpfen. Ja. Damit macht sie sich doch nur noch schuldiger. wenn man Schuld steigern kann. Ja, das erinnert daran, ich habe ja angefangen, L.A. Noire zu spielen und ich meine, das macht einen ja so auch unglaublich verdächtig, wenn man dann sagt, so, ja, ich gehe mal kurz hier mal in den hinteren Teil meines Ladens und dann flüchte ich mal. Ja. Weich, achso, und wirf, okay. Ah, das sollte... Oder doch nicht? Ja. Ich wollte schon sagen, das müsste doch jetzt eigentlich noch hinhauen. Aber dass jeder der weiblichen Charaktere, bis auf Lisa scheinbar, hier gerade mit diesem Outfit, so ein sehr offenes... einen sehr offenen Ausschnitt haben muss. Ja. Das ist wirklich schon extrem. Aber diesmal bist du ein bisschen souveräner hier am Start. Meinst du? Ja, komm. Hast es doch schon fast geschafft. Aber wir haben jetzt zumindest mal wieder einen neuen Bereich der Bohrinsel gesehen. Ja, im Endeffekt ist das ja die Kampfarena. Bloß halt, bevor sie umgewandelt wurde. Ja. So fleißig waren sie da noch nicht, dass das umgebaut ist komplett schon. Ja, Zack hat ja erst die Poster aufgehangen und alles. Die nicht halten wollen. Ja. Da kann man ja froh sein, dass das mit der Bühne alles geklappt hat. Müsste die Storyline mit ihr jetzt nicht bald schon zu Ende sein? Ich meine schon, ja. Was ist denn das für ein Ninja-Outfit? Das ist Ninja in Zivilkleidung. Ninja scheinen nicht sehr gesprächig zu sein. Nee. Diese Lautsprecher an dem Helikopter. Ja. Oh, ja. Sie haben über Mist gesprochen. Es ist blöd, wenn englische Begriffe im Deutschen eine andere Bedeutung haben. Ja. Ah. Das ist schlimm, wenn du jetzt die ganze Zeit an Misthaufen denken musst und das eigentlich nicht gemeint ist. Ja. Das ist auch ein Schiff, ne? Das ist eine sehr eigenartige Konstruktion. Ja, ja. Und weißt du, man könnte ja jetzt fast meinen, das hat noch irgendwie eine größere Bedeutung, dass das so groß ist und halt überall diese Landeklappen hat, aber nein.
Es ist wirklich nur dazu da, um ein weiterer Schauplatz für Cutscenes zu sein. Vor allen Dingen sehr dankbar, weil man muss jetzt nicht irgendwie was im Hintergrund darstellen. Es ist halt einfach nur Wasser und Himmel. Ja. Wow, das war jetzt das spannende Cutscene. Die wichtigste des gesamten Spiels. Wo man eigentlich so überhaupt gar nichts gesagt wurde. Ja, wobei, es sind noch 3 Minuten. Ah, ich hab's gewusst. Und wieso hat sie jetzt auf einmal das Ninja-Outfit an? Hat sie sich plötzlich umgezogen, oder was? Ja, Ninja-Style, einfach in 2 Sekunden. Oh, Mann. Oh, oh, Phase 4. Oh, mein Gott. Der perfekte Soldat. Ja. Das ist auch so irgendwie so ein Thema, was andauernd wieder aufstößt. Battle Gear Solid, das hier und bestimmt noch andere Spiele. Aber bestimmt. Gab's nicht so einen komischen Shooter, der hieß doch auch hier Über Soldier. Ja. Also von daher. Wundert es auf jeden Fall nicht. Ist das Ninja Gaiden Black eigentlich auf Englisch oder auf Japanisch gewesen? Oder gar auf Deutsch? Boah, das liegt schon so lange zurück, dass ich das gespielt habe. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich kann es ja gar nicht mehr sagen, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß noch, dass es gar nicht so einfach war, das vernünftig zum Laufen zu bekommen, weil das ist ja eigentlich für die Xbox gewesen. Das lief auch auf der 360, aber erst mit diesem Emulator-Patch, den es da gab. Und ja, stimmt, da gab es später ein größeres Update nochmal. Ja. Nee, es gibt 2 große Updates. Also, am Anfang lief ja nur Halo 1 und 2. Ja, genau. Und dann gab es das erste Update und dann nochmal ein größeres. Ich weiß gar nicht mehr, in welchen Abschnitten, aber es kamen einige noch dabei und da war dann halt auch das Ninja Gaiden dabei und dadurch bin ich überhaupt erst in den Genuss dessen gekommen, weil ich halt die erste Xbox nicht hatte, aber ich habe es dann auf der 360 dann halt per Emulation spielen können. Es lief aber nicht ganz so gut, muss man dazu sagen, leider. Es gibt eine Download-Version von Ninja Gaiden Black auf dem Xbox Live-Marktplatz, vielleicht läuft die besser. Oh, dann wäre das vielleicht eine Empfehlung für Leute, die es mal nachholen wollen, weil... Oder ihr holt euch die Sigma-Fassung. Ja, okay. Je nachdem, was für eine Konsole man zu Hause halt stehen hat, ne? Das ist natürlich der Punkt. Die lohnt sich wohl nicht auf der Vita. Das soll wohl ziemlich ruckelig sein alles und sich nicht so doll steuern. Okay. Was schade ist. Ja, ich meine, du hast ja das Dead or Alive 5 gesehen, ne? Auf der Vita. Ja. Das läuft perfekt. Das sieht genauso aus wie die Konsolenversion. Ja, von dem, was ich gesehen habe, das sieht echt super aus auf der Vita, das Dead or Alive. Also das kann man auf jeden Fall machen. Da macht man nichts mit falsch. Ja, ja, ich habe sie alle 3 hier. Ach Gott. Verschwendung. Das ist deine Liebe zu dem Spiel. Oh, und dann die versprochene Ninja-Action im nächsten Part. Endlich, ja. Nachdem wir das vor 2 Parts angekündigt hatten.